Jo Leute, was geht? Ich befinde mich hier mit Fritz in Frankfurt beim MMA Spirit und wir haben eine Woche Trainingscamp. Stefan Pütz kommt auch, dies, das, es wird lustig, ihr seid mit dabei, let's go. Mein Magen ist jetzt einmal, das Frühstück ist durch und ich muss jetzt aufpassen, dass ich es drin behalte. Weil wenn der Kick hier hinten, der geht auch bis hinten durch, der Ruck. Der Schließmuskel muss auch mit angespannt werden, wenn der Kick zum Bauch kommt. Stefan, sein Tag ist immer sehr voll. Was steht halt bei dir alles so an? Boah, heute steht richtig viel an. Wir trainieren, später trainieren wir nochmal. Zwischendrin muss ich Papierkram von komplett Dezember erledigen irgendwie. Ernährungskonzepte anfertigen. Wollte mit den Hunden später raus Fahrrad fahren gehen. Das hört sich sehr unspektakulär an, aber... Also ich glaube, wenn man dich kennt, weiß man, dass es sehr spektakulär ja, wird. Auch immer. Papierkram wird sehr spektakulär. Ja, ich weiß, immer. Es brennt irgendwas ab oder, keine Ahnung, es explodiert irgendwas oder... Keine Ahnung. Ja, Ralfi hat meine AOK-Papiere gefressen, gell? Oh. Ja, Mann. Freunde, könnt ihr mir erzählen, wo Fabi ist? Fabi macht schon Pause, hat keinen Bock mehr. Der geht nicht die extra Meile. Sitzt unten im Parkhaus. Ja, denkt, Fabi ist schon Training vorbei. Fabi ist schon Trainingsende. Der gibt schon wieder auf, Freunde. Kurz zwei Nächte vor Ziel, der gibt schon wieder auf hier. Was ist da los? Das ist natürlich nur Spaß. Guck mal, da hinten kommt er. Im Springseil. Hi. Hast du noch eine Pause gemacht? Ja, genau. Ach so, 19, guckst du um, ja. 20, ja. Du kannst ihn auch runterlegen. Ja, Fabio, leg ruhig runter. Mach eine Pause. 23, Beine ganz durchstrecken. Fabio, durchstrecken, komm. 25, 26, 28, 29, 30 und halten. 30 und halten. Also Leute, stellt euch ein Everdumps ein und gebt Fabio 15 ein. Den Link haut er unten bestimmt in seine Videobeschreibung. Mein Code ist Fritz100 und den könnt ihr an jeder Tankstelle und jedem Supermarkt weltweit benutzen. Einfach an der Kasse sagen Fritz100 und dann packt ihr ein und rennt. So funktioniert das System. Ist abgesprochen mit allen Händlern weltweit. Fritz wollte sich jetzt noch ein bisschen hauen. Ja, nee, auf entspannt halt. Auf entspannt, nein, wir wollten einfach für euch so, ihr seht zwar das Training, aber für euch ist ja so, ja okay, die da trainieren. Deswegen dachte ich, wir machen jetzt einfach eine ganz lockere, entspannte, technische Sparringsrunde mit 5% Kraft. Drei vielleicht. Ja. Ohne Nippeltwister. 3x3, da sterbe ich. Alles gut. Oh! Macht Bock, ist aber scheiße anstrengend. Kardiomäßig. Ich kann geschlafen. 1, 4, 3, 4, 5, 6. Locker vorbei, oder? Vorbei? 9, 10, 11. Hat Bock gemacht und ja, wir werden jetzt ein bisschen duschen, was trinken, essen. Und heute Nachmittag steht Ringen auf dem Plan. So, wir sind viel zu spät. Es ist 15.30 Uhr, also schon nach 15.30 Uhr. Das Training hat begonnen. Wir waren noch alle zusammen. Aber wir sind zu spät. Ja. Und waren noch essen und müssen jetzt auch los. Es wird so richtig angenehm da jetzt. Aber zum Glück komme ich nicht allein zu spät. Jetzt muss ich mal nicht. Jetzt geht's hoch.
Was passiert hier? Schwitzige Angelegenheit hier. Sich im Schweiß und Blut des anderen suhlen. Ich krieg's nicht submitted, ey, wieder. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber... Wenigstens hat mein Genick geknackst. Ich hab's gehört, ich dachte so... Wie läuft's? Ja, macht auf jeden Fall mega Laune. Sieht mega anstrengend aus. Es ist brutal anstrengend und ich wusste ja schon vorher, dass Fritz sehr bodenkampfaffin ist. Das merkt man auf jeden Fall, dass er da viel Zeit investiert hat bei sich zu Hause beim Training. Macht richtig Laune. Und Fritz ist genauso ehrgeizig, wie ich es mir vorgestellt habe. Schon mal krank machen. Wie war so der Tag mit uns für dich? War es unterhaltsam? Gut, ich habe mich ungewöhnlich wenig verletzt, obwohl ich mit ihm zu tun hatte. Ja, ich habe eigentlich gar keine Verletzungen. Das ist mal was Neues, was Schönes. Wir waren auch kein Fahrradfahren, muss ich dazu sagen. Ich möchte an dieser Stelle Grüße an Liz richten, die dabei war, als ich meinen Transporter im Parkhaus festgefahren habe, weil ich der festen Überzeugung war, nee, passt schon, und rückwärts fahren musste und es ging nur und dann hat sich das Schild verkeilt, ich musste richtig mit Gewalt da rausfahren und seitdem duckt sich Liz jedes Mal, wenn wir im Parkhaus fahren, egal wo, egal mit welchem Auto und ja, hier, das wäre genau das Richtige für sie. Bleibe kennen. Unsere kleine WG, die wir hier in dieser Woche zusammen haben. Da auch nochmal vielen Dank an das Blasky Hotel. Auf jeden Fall, falls ihr da auch mal eine Bleibe in Frankfurt sucht, einfach Link in der Videobeschreibung. Ich glaube, wir werden jetzt hier in erster Linie direkt einschlafen. Vielleicht noch was essen, das würde eigentlich schon Sinn machen, so ein Lieferservice oder sowas. Ich werde gleich eine Bestellung loslösen. Es erinnert mich so ein bisschen an unsere Fahrradtour nach Hannover. Da sind wir auch im Hotel abends angekommen, nach 2 Tagen und 340 Kilometern. Haben wir bestellt und danach instant eingeschlafen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann aufgewacht bin wegen dem Fernseher und den noch ausgemacht habe. Pizzakartons so lagen da so und dann war er rum. So, nächster Morgen, 2. Tag Trainingscamp. Fritz, wie geht's dir? Ellenbogen, sei doch nicht so ungezogen. Ja, über Nacht hat sich da irgendwie was entwickelt. Ich weiß auch nicht. Nee, mir geht's gut. Ich habe sehr starken Muskelkater im kompletten Rückenbereich. Mein Oberschenkel hat sich so ein bisschen weiter verfärbt. So, ich erzähle euch jetzt mal von meiner größten Challenge in den letzten Jahren, weil Fritz hat diese jetzt genau vor sich und wird die wahrscheinlich einfach zack, zack, bumm erledigen. Stefan Pütz macht ja sehr tolle Ernährungskonzepte, kennt sich bestens mit Ernährung aus und so weiter. Und dafür macht man mal einen Bluttest. Ein Lebensmittel Reaktionstest für Allergien und Unverträglichkeiten. Und ohne Mist, ich meine, ich habe mir schon Knochen gebrochen und gesagt, ja, ist durch, ich gehe jetzt mal zum Arzt, keine Panik, gerade Schmerz weglaufen, alles gut, Milz gerissen, alles gut. Aber hier, bei diesem kleinen Pieks, den ich mir selbst am Finger zufügen musste, brauchte 2 Tage. Liz wollte das machen. Ich so, nee, ich muss das alleine machen, kann nicht sein, dass ich so eine krasse Pussy bin. Irgendein Nerv auch direkt getroffen, dass ich 2 Wochen ohne Mist Schmerzen in diesem Finger hatte. Warum knackt diese Schulter so krass? Ja, weil du die kaputt gemacht hast gestern. Ihr müsstet Fabi mit der Kamera sehen. Ich hab schwitzige Hände. Oh mein Gott. Fabi, jetzt wird's heftig. Und jetzt knipp ich durch, ne? Warte. Fuck!
Okay, are you ready? Warte, noch eine kurze Okay. Stefan meinte, es ist nicht ganz so schlimm, die Nadel wäre nur ein bisschen dicker, um halt Schaden zu machen, damit genug Blut rauskommt. Okay, Fabio, du zählst runter von 3. 3. 2. 1. Achso, ich dachte, kommt noch das Go. 0. Ja, los. Alter, du krankes Schwein. Ich bin einfach eine krasse... Ah, stabile Seitenlage! Medic! Medic! Oh mein Gott! Oh mein Gott, guckt euch das an! Ah! Bei mir ist das irgendwie gespritzt. Ah! Wasser, ich brauche ein Wasser. Elektrolyte. Legt mir einen Tropf. Spaß, Freunde. Okay, jetzt muss ich das auf diese 4 Stellen machen, oder was? Auf alle 4? Ja, und du musst das auch... Es muss auch komplett ausgefüllt sein und du musst auch das Blut immer nochmal neu rausdrücken, damit genug Blut rauskommt. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, scheiße. Ich muss gleich nochmal neu stechen. Hey, ich muss das ganze Ding auffüllen? Ja. Ach komm, laber nicht. Nee, wirklich. Boah, ist halt wirklich so. Oh, jetzt ist ja alles voll. Oh, ja. Okay. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war es? 0. Ey, das dauert ewig. Ey, was? Die alle müssen komplett auf? Mhm. Kann ich mir auch gleich Blut abnehmen und dann mit der Spritze so... Ich hab gleich erstmal 1 nur. Da das Conditioning morgen aufgrund von E-Motocross-Fahren ins Wasser fällt, werden wir heute das Conditioning machen. Ich habe ein geiles Workout für uns konzipiert und ja, ihr werdet es lieben. Ich freue mich. Wir starten um 17 Uhr, ihr beiden. Wie heißt nochmal die Gruppe, die uns Stefan eingeladen hat? Fuck the Comfort Zone. So, Stefan hat mir jetzt hier diese tollen Schuhe gegeben, weil ich nur Schlappen dabei habe. Und jetzt wird's hier ernst. Was Stefan mit uns vorhat, seht ihr bei Stefan auf dem Kanal. Link in der Videobeschreibung. Yes. Wird jetzt brutal, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber nur für Fritz, oder? Nein, für euch alle natürlich. Ihr habt euch beschwert, dass es zu locker ist. Es besteht aus verschiedenen Übungen, aus verschiedenen Sätzen, aus verschiedenen Wiederholungen und aus verschiedenen Belastungsintervallen. Und darum geht es am Ende des Tages, in der besten Zeit abzuschneiden. Das ist die Quintessenz unseres Trainings. Tag 3. Der Regenbogen ist da. Luft zu tun, Alter. Es war eine Nahtoderfahrung. Ich gebe mir mal 2 Minuten, ich muss auch. Ja. Ich
glaube, ihn hat es immer erwischt mit Daniel. Ja. Ich hab, oder? Was ist ja bei dir passiert? Ich habe nur irgendwann im Augenwinkel gesehen. Ich habe auch gesehen, ich sehe im Augenwinkel, der liegt auf dem Boden. Ja, das Schöne ist, dass man sieht, es ist übelst hart, sowohl vom Trainer als auch die Schläge, die man hier bekommt. Aber alle sind respektvoll miteinander, jeder will. Es ist kein Ego-Ding, keiner denkt irgendwie, oh, jetzt mache ich den fertig, weil ich bin besser oder so. Sondern es ist immer miteinander, auch wenn es von außen wahrscheinlich so aussieht, die schlagen sich die Rübe ein. So. Also für mich fühlt es sich an, als wäre ich einmal zusammengeschlagen worden. Sag ich ganz ehrlich. Aber du bist immer wieder aufgestanden. Ja. Das ist das, was der Coach sehen will. Ja, der stand aber auch neben mir, hat mich die ganze Zeit getreten dabei. Und das war so gefühlt 6 Mal oder so. Weil irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich, also ich stand so da, ich habe nur noch quasi, ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Ja. Und dann ist auch mal der Körper so, sagt so, ja, jetzt kommt quasi die Aufgabe, ich lasse nicht fallen. Ja. In der Hoffnung, dass es aufhört. Ja. Aber es hört nicht auf. Nee, es hört hier nicht auf. Es hört nicht auf. Ich so habe in den letzten 10 Sekunden, also ich habe down hier Logik gegenbekommen. Irgendwann ist mein Fuß einfach umgeknickt. In den letzten 10 Sekunden hat auch der Coach mir einmal einen Trick gegeben, ich soll sofort aufstehen und weitermachen, nicht liegen bleiben. Also ich habe eigentlich, sag mal, 90% Schläge in den Magen kassiert. Es war so vor mir, ich hatte meine Deckung hoch und es ging bam. Die Ansage vom Coach war auch, ich soll die ganze Zeit Leberhaken kriegen. Ja, das habe ich bekommen. Ja, das hat er auch gesagt zu dir. Ach, ja. Also ich hätte ganz ehrlich gesagt, es ist so schlimm. Ich hatte wirklich, ich dachte, es war so eine kurze Nachholerfahrung, sag ich ganz ehrlich. Ich war auch nicht mehr da. Ich war ja gar nicht mehr in mir, so, weißt du? Ja. Da schwebte ja, mein Geist schwebte ja schon so über mir und machte so. So, jetzt duschen und dann erstmal 2 Stunden nach Bonn und da fahren wir dann E-Cross. So, wir sind jetzt hier in Bonn bei der E-Dirt Arena angekommen, werden jetzt hier nach 2 Stunden Autofahrt E-Cross fahren. Wir sind alle gehypt schon und Sven ist die Halle. Ich bin total gehypt, Mann. Ich bin total aufgeregt. Ich will jetzt endlich fahren, Mann. Wann geht's los? Du musst deine Idee pitchen kurz den Zuschauern, was du gerade machen wolltest. Ja, okay. Ich habe gesagt, man könnte da eine krasse Challenge draus machen, dass man zum Beispiel eine Runde fährt und dann gegeneinander kämpft. Und dann werden diese Runden immer aneinander abgegeben. Es ist ein Wertungssystem aus Zeit und natürlich den Strikes, die gelandet werden. Ne? Wir machen ein 10-9 Punktesystem wie im Kampfsport. Ja, und so baut sich das Ganze auf. Wir kämpfen 50 Runden. Kurve schön im Fuß raus, aggressiver Fast hier von Fritz Meinecke hier über die Hügel jetzt hier. Pam, 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 der Dreck fliegt. Er ist hier gerade dabei, Stefan Pütz zu jagen, jagen. Denn Stefan Pütz liegt hier gerade auf Platz 1. Die Frage ist auch, wie kommt gerade Fritz Meinecke mit seiner Gehirnerschütterung aus dem Sparring von vor 2 Stunden klar? Na, sagen wir mal, vor 3-4 Stunden. Aber er schlägt sich hier wacker. Hast du schon Stefan Pütz gefilmt, dass er einfach nonstop, nonstop fährt? Das ist so unfassbar. Der hat noch keine einzige Pause gemacht, gell? Nur einmal angehalten, als Arman sich in die Wand geschossen hat, oder? Ja. Wahnsinn. Ich muss das essen, ich habe richtig Hunger. Es geht auf die Unterarme auf jeden Fall. Aber das Krasseste bei mir war wirklich, dass mein Daumen hier sich schält von den Landungen immer. Letzter Tag vom Trainingscamp ist somit abgeschlossen. Letzte Trainingseinheit. Ich bin für meinen Teil super krass durch. Wie geht's dir, Stefan? Ja, es war eine geile Woche. Ihr habt richtig krass durchgezogen, aber ich wusste, ihr seid heavy Leder. Deswegen habe ich da gar keine Befürchtungen gehabt. Meine Erwartungen waren hoch, ihr habt sie erfüllt. Und ihr seid auf jeden Fall qualifiziert für euer 2-monatiges Wettkampf. Ja, für eure Wettkampfvorbereitung. Speziell für Fritz seine Wettkampfvorbereitung. Das einzige, was er geskippt hat, ist sein Eisbad. Und das werden wir dann in der Vorbereitung intensivieren. Mann, was sagst du zu diesen Tagen mit uns? Abwechslungsreich, abenteuerlich, lustig, anstrengend. Einfach tolle, tolle Zeit. Geil. Schaut auf jeden Fall noch in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu Stefan seinem Kanal. Gibt es ein Video auch von diesen Tagen mit Footage, was ihr hier in diesem Video nicht gesehen habt. Schaut bei Fritz auf jeden Fall auf dem Hauptkanal vorbei. Da kommt auch ein Video zu dieser Woche. Ich weiß aber nicht wann. Schaut einfach bei allen vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Tschö, tschö. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Da geht's zu meiner Metalcore-Band, hier zu meinem Klamottenlabel und da wird euch das nächste Video vorgeschlagen. Außerdem Instagram, Facebook, alles am Start. Jetzt geht raus und habt Spaß.